Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von unserem Let's Play Dark Souls. Ja, wie ihr seht, bin ich wieder dran, der Dodo. Neben mir sitzt der Drakey. Jupp. Ja, sag doch mal Hallo, Drakey. Jupp, hallo. Lange nicht gesehen. Ja. Und gehört. Genau. Dies ist der fünfte Part. Ja, richtig. Der fünfte Part. Drakey, der fünfte. Ja, und der Dodo wird es versuchen, die Hydra zu klatschen. Der Dodo wird bei der Hydra elendig sterben. In die falsche Richtung. Genau, weil er sowieso keinen Orientierungssinn hat. Deswegen sind die Dodos ja damals ausgestorben, weil die ja keinen Orientierungssinn hatten. Du dürftest auch einmal B drücken, damit das Menü weggeht. Natürlich. Ja, ab nach oben mit dir. Ach so, nach oben, ja. Ja, natürlich. Oben, ja, da muss ich lang, ja. Ja, ja, dann gehe ich da lang. Vergesst nicht, die Golems leben auch wieder. Es lebt alles wieder. Ja. Wir machen das halt so. Ja. Müssen wir doch mal in die Eier grapschen. Ja. Instant. Cool. Ja. Cool, cool. Ja, da ich ja Single bin im Moment. Ja. Ja. Was ist das? Hier auch wieder hoch, oder was? Nein. Hier an der Seite lang, ne? Ja, gerade durch. Ja. Du hast auch gerne den Laufbutton drücken, siehst du das nicht? Ja, darf ich, wenn ich, Hier passiert hier nichts. Wenn ich würde, wollen. So, bitte bevor du stirbst, versuch die Seelen zu holen. Wo sind die? Weiß ich nicht, da vorne die. Ja, okay, lass es. Nicht da reinlaufen, ne? Nur verfolgen nicht alle vier. Versuch sie einfach einzeln zu klatschen. Und wenn du nicht reinläufst, dann verfolgen dich alle vier. Das wäre dann jetzt doch. Don't forget anzuvisieren. Angst, dass du da jetzt runterfällst, Alter. Oh Gott, ey. So, dann schnappe ich mit denen da hinten als nächstes. Ich könnte eigentlich. Oh, komm ich da hin? Und ist die anderen beiden nicht sehen. Also der linke und der in der Mitte würde ich auf jeden Fall verfolgen. Bei dem rechten bin ich mir nicht sicher. Oh, hier ist den links oben. Ja, die KI, ne? Die ist ja an sich gar nicht mal so scheiße. Ja. Aber da, dass er jetzt die ganze Zeit in die Wand läuft, das macht er immer. Das ist irgendwie dumm. Ich meine, das hätte ich schon lange rausgepatcht. Weil er das schon immer gemacht hat. Jetzt lauf aber doch, jetzt bist du gleich tot. Die Hydra schießt, das ist das Gefährliche. Heilen! Heil dich! Da knackst es im Lautsprecher. Ja. Greifst du oft an. Ja, ich hab das. Er soll weglaufen. Heil dich. Kannst du ruhig gehen, außer du machst eine Sprungattacke, was man wieder muss. Boah, was war das, ey? Geh weg! Panik, Alter. Vielleicht fällst du runter, weil du dich nach hinten rum in den Abgrund rollst. Ich muss mich heilen. Ja, geh ein bisschen ran, dass er dich angreift und dann geh zurück. Dann hast du genug Zeit. Nee, da ist der andere. Oh, du sollst ihn nicht mehr anvisieren. Lauf weg. Ja, so. Lauf doch. Drück B. Da oben kommen keine Gegner. Hier gibt's keine. So, und jetzt mach ich von hinten. Ah ne, da kommt. Das, das von hört hin, sich ja gerade ein bisschen schwul an. Ne? Ich nehme auch schon hin. Noch eher übrig. Ja. Immer schön warten, bis ihren Angriff beendet haben. Ja, komm schon, du kleiner Pimpf, ey. Ja, einer. Obwohl kannst du die Seelen holen, denke ich. Du musst natürlich auch aufpassen auf die Hydra-Schüsse, ne? Ich würde ihn eh nicht da bekämpfen, ich würde ihn ein bisschen da weglaufen.
Immerhin hat der Dodo die Seelen zurückgeholt, das ist schon mal sehr nice. Kannst noch mal ein Estos Flakon reinschmeißen. Ja, das habe ich vor. Er kommt nämlich langsam auf. Das ist auch sehr gut. Er hat sogar schon was abgekriegt. Er hat schon die Hälfte. Warum nimmst du das Schild nicht hoch, Alter? Ich hab damit jetzt nicht gerechnet. Oh Mann, was machst du nur? Greifst du zu viel an. Jetzt hast du 4 Stück für die ganze Hydra. Ich meine, das reicht rein theoretisch. Wenn ich da aber jetzt ich weiß nicht ja, wie drauf spielst. Ja, ich weiß, eben. So, ich habe da keine Deckungsmöglichkeiten. Nein. Du kannst versuchen, einfach quer durchzulaufen. Das schaffst du noch niemals, Alter. Bis zu dem Seelending. Wenn du da stehst, greift die dich anders an. Mit den Köpfen. Sie anvisieren einfach Schild oben halten, dann passiert nichts. Ah, okay. So, dann nahmen wir ran. Jetzt macht sie immer ihre Wasserteile. Sehr gut, sehr gut. Pass auf, du kannst im Wasser da runterfallen. Das ist eine kleine Kante, da nicht drüber laufen. Jetzt visier sie an und halt das Schild hoch. Entschuldige bitte, ja? Du machst mich fertig, Alter. Einfach Schild hochhalten. Nicht so weit weggehen, geh ran! Wenn du damit fertig bist, aber die Köpfe abschlagen. Das ist für alle einfach der Gegner. Schild unten lassen. Oben lassen. Ja, aber guck mal, wie langsam du deine Energie beginnt. Wie, sie hat auch nicht geschossen. Ja, weil du zu weit weg stehst. Du musst ganz lang dran gehen. Pass auf, dass du nicht immer fällst. Alter, oh. Der zog. Und, oh Gott, das gibt's doch nicht. Ich bin da einfach runterge... Warum haust du denn? Du weißt doch, dass er nach vorne geht dabei. Weil ich den Kopf abschlagen wollte. Die sind hinter dir. Egal. Du musst nur die Seelen holen. Wieder. Und die 4 Gegner bashen, die ich gebasht habe und... So. Ja. Mit 5. Bis das da kommt. Heil trinken. Ach, ja, stimmt, wir haben es ja nur 5, weil wir das nicht entfacht haben. Das ist so unnütz, das ist trotzdem nur hier. Ja, aber siehst du, wofür das gut ist. Das zu entfachen. Ja, 10 brauchen wir eigentlich. Dann müssen wir erstmal nicht wieder rankommen. Das ist total easy. Ich bin immerhin schon rangekommen. So. Ja. Jetzt will ich, dass du ihr die Köpfe abschlägst. Na, das solltest du nicht machen, ey. Manchmal funktioniert der Schwungangriff einfach nicht. Dass man die immer töten muss, ist so nervig. Weißt du, willst du einfach nur die scheiß Hydra bashen? Mhm, aber darfst immer wieder diese Kack-Boons da töten. Ja. Und da unten rechts sind die Seelen von uns. Genau, da hinkommst. Du musst da hinkommen, ne? Ja, ja. Damit du wenigstens die Seelen wieder einsammeln kannst. Das wird schon. Ein guter Ding. Die haben echt eine schlechte KI bekommen, die Viecher. Ne? Ja, aber dafür haben die auch ein Eisschild und sind nicht so schnell. Hä? Ich hab ihn voll getroffen, Alter! Clipping-Fehler hier, ohne Ende teilweise. Ja. Müssten da nicht noch 2 sein? Ja, noch 2. Da oben. Also wenn du hinter den Bäumen stehst, da wo mehr Bäume sind, dann kann sie dich nicht so leicht treffen. Ich weiß. Was macht der da, Alter? Das muss man nicht mal verraten. Kannst du ihn auch von da angreifen. Ja, erstmal schießt die Hydra wieder. Ich will den Sprungangriff nicht gemacht.
Jetzt hast du da oben den. Jetzt solltest du dich heilen, ja. Na, also wie sieht er den nicht an, ey. Da konnte man noch ein bisschen mitkommen hier. Echt voll leicht, ey. Ja, bei zwei wird's natürlich gefährlich, aber alleine, ey. Und jetzt, die sehen also einen Mensch. Das Teil ist scheiß beschissen, dass man das nicht blocken kann. Du kannst aber ausweichen. Das Schild auch noch klatschen. Die ist hier aber auch ganz am Rand. Alter. Genau, die zieht dich nämlich irgendwie mit runter. Ja, ist am Ende gefallen, geschlagen. Das ab. Weil voll leicht. Dich nach vorne. Ich bin ja noch nie runtergefallen, ne? Ja, nicht das, dann musst du das jetzt ja auch nicht tun. Ich krieg den mehr. Warum greift die jetzt immer da hinten an, Alter? Weil sie dämlich ist. Pissfies. Ja. Hier bin ich. Jetzt kommt sie nachher, aber dann ist es ganz woanders lang, ganz schön. Wir hätten uns natürlich noch den rostigen Ring vorher holen können. Was bringt der? Mit dem Wasserlauf. Und wir müssen uns die Silence zurück. Ist jetzt auch nicht, dass wir jetzt schon Hydra machen. Oh, noch ein Kopf weniger. Wie viele Köpfe hat die denn überhaupt? Ja, du kannst sie auch so töten, ohne dass du alle Köpfe abschlägst. Das ist gefährlich, wenn sie Dinger hinter dir schleudert oder sie nach vorne fliegt. Das Wasser, das ist ja scheiße. Ja, fick dich, ey. Verdammte Bitch, ey. Boah, warum macht sie denn jetzt das? Ich denke, das macht sie nicht, wenn du zu dir kommst. Erwischt, Alter. Ja, aber ab ist er nicht. Nee, das ist auch ein Schläger. Den hast du nicht erwischt. Ja, es dauert ein bisschen, weil wir haben ja jetzt auch nicht gerade Ultrawaffen. Ich will auch nicht zu weit rüber, Alter, weißt? Der Kopf liegt schon fast im Wasser von der. Das war nichts, das da was zu lang. Jetzt schießt du den. Nee, doch nicht. Treff den nicht, hast du gesehen? Ich hab da zweimal einmal durchgeschlagen. Einmal hast du jetzt getroffen, einmal. Ja, aber ich hab dich eigentlich dreimal erwischt. Also, der Kopf ist ab. Ist hinter dir, genau hinter dir. Da kommt der Postbote, das ist wichtig. Klasse. Halt einfach nur blocken. Mehr mach einfach nicht. Oder mach so, wie ich es weiter gemacht habe. Ich muss kurz zur Tür.
Ja, da kommt der Drake auch nicht wieder. Bist du jetzt nicht abgekratzt? Nein, ich bin nicht abgekratzt. Oh, und ich dachte, das wäre der Postbote. Und wer war das jetzt? Einer von Kabel Deutschland. Interessiert doch niemanden. So, ihr Blocken halten, die greift wieder an. Jetzt machst du die Hydra platt, ey, nur wegen so einem Bullpisser von Kabel Deutschland, ey. Ja, ich hab echt gehofft, dass das Mischpult endlich. Ah, Mann, ey. Wieder dicht daran, sonst schießt sie gleich wieder. Ja, ich muss ein bisschen abschneiden, ey. Kommt doch gar nicht schnell genug an die Schädel. Kommt wieder einer ab. Nicht zu weit, sonst schießt sie wieder. Ja, nicht, alles gut. Oh, das war sowas von knapp, ey. Ich hätte dich geschältet, wärst du jetzt ins Wasser da hingefallen. Knapp alleine. Ein bisschen Abstand hatte ich schon noch. Jawohl, der nächste Kopf. Ein Nazi, ja. Das Ding treffen meistens nicht. Siehst ja, wo das Teil landet. Und wir können nicht schnell laufen im Wasser, ist das Problem. Sieht ja gar nichts aus, Alter. Also nicht die Armbrust, die Vorsicht. Stirb jetzt nicht noch, weil du dich dran bist. Naja, immerhin, ne? Einfach da bleiben, nicht zurücklaufen. Nee, der Kopf dreht immer, weil die dreht sich ja mit. So, jetzt bleibt nochmal an, dann laufe ich nämlich dabei. Oh nein! Nein, nicht hier runterfallen jetzt! Ich fall schon nicht runter, keine Frage. Oh, hat sie mich voll von hinten erwischt. Und jetzt heilen. Das war dumm. Ja, das war's. Ich will auch einfach den Schädel endlich abschlagen, Alter. Es wird langsam Zeit hier. Oh, wenn du... Ich hab ihn doch getroffen, nein, Alter. Was ist das nicht. Für eine Pisse? Der war zu hoch. Da. Ich treff... Das war hundertprozentig getroffen. Da jetzt! Das ist genau die Kante, Alter. Vorsicht. Da drehst du dich weiter. Nein, natürlich kann man nicht von dem nicht ganz gut falsch. Nee, weiter kannst du nicht. Ich sehe das nicht. Du kannst krass nicht weiter. Alter! Ah, guck mal, hier kann man noch mehr. Nicht zu dicht dran. Ich will nicht, dass du jetzt beim letzten Kopf stirbst, weil ich habe keine Lust da. Wow. Wo ist der Schädel denn? Ach, jetzt haut's ihn da rein. Ja, weil da geht's nicht weiter, da fällst du runter sonst. Da ist vorbei. Da ist vorbei. So, jetzt ist sie genau vor dir. Ja, also. Drachenstein. Und das Thronring. Ich weiß gar nicht, wie der wieder ist. Keine Ahnung. Unwichtig. So, wenn man jetzt nämlich weitergeht, kommt man zum DLC, was ich auch habe. Also wir werden noch einen Spaß mit dem DLC haben. Aha, was für ein DLC ist das denn? Hat mehr Gebiete. Mehr, noch ein Drache, noch mehr ein Gegner. Mhm. Aber dafür musst du also den Golem, der da steht, töten und den so langsam wir uns hier im Wasser bewegen, würde natürlich wahrscheinlich töten. Mhm. Und dann müssen wir eh noch ganz woanders hin vorher, also brauchen wir das jetzt noch machen. Ja. So, wenn wir hier oben hochgehen. Dann kommen wir zu. Wie hieß der? Sif. Der Sif. Ich glaube nicht, dass wir den schon packen.
Waffen zieht so wenig ab. Und wir haben so übelst wenig Kondition. Ja, das stimmt. Bei dem brauchst du viel Kondition. Mhm. Wie gesagt, Hals übelst drauf, weil das geht. Das ist eigentlich voll dämlich, was du trinken, wenn du dann halt einen trockenen Hals hast. Na, warum? Ja, weil der trockene Hals ja in der Luftröhre ist. Mhm. Wie nicht? Keine Ahnung. Ist ja kratzig, wenn man spricht, also wenn Luft durchgeht. Du haust die Flüssigkeit ja nicht in deine Luftröhre rein. Aber da bisher hat es immer geklappt. Bei mir fast nie. Delicious. So, wir könnten jetzt hier hin. Mach ich aber nicht. Und dann kommen wir zum Waldjäger-Eid. Mhm. Komplett, also zu den Waldjägern. Aber da wir denen noch nicht beigetreten sind, greifen die einen an. Ah. Die sind ziemlich heftig. Mhm. Zumindest für uns, würde ich jetzt sagen. Deshalb gehe ich hier lang. Ui. Wo aber diese Viecher kommen. Ich hoffe, die kriegen wir gut tot, weil unsere Waffen so kurz. Ja. Kleine diese Mieze-Katzis. Und er hat mich gesehen. Und what the fuck? Also kann man hier runter locken, wenn man Glück hat. Dann ist hier nämlich so ein kleiner Bug, nenn ich es mal. Da hängen die nämlich fest. Kommt die da nicht mehr raus. Scheiße. Egal, so, komm jetzt. Angst vor ihm, Alter, weil wenn er so eine Drehattacke macht, ist das echt scheiße. Siehst du, wie wenig wir den abziehen? Ja. Boah. Fick dich, du Bitch! Das ist ja schon ein Endgegner hier. Und du ziehst ja gar nichts ab, ey. Diese 84 da. Ja, das ist lächerlich, ne? Ja. Wir brauchen unbedingt eine stärkere Waffe. Nützt nichts. Du meinst, hier hängt er jetzt fest, ja? Das kann, den Bug kenne ich auch noch nicht. Naja, er stand nur. Naja. Er stand halt nur scheiße. Ja. Weil er eigentlich zurücklaufen wollte, ging aber nicht, weil ich hinter ihm stand. Genau. Nein, jetzt, Alter! Oh, scheiße, jetzt hast du verschissen. Ich kenne das eigentlich nur, dass sie runterkommt, wenn er tot ist. Ja. Ich meine, hier ist man eigentlich immer ganz sicher, weil die immer wieder zurücklaufen. Aber gegen die drei jetzt auf einmal, Alter, ich habe nur ein Essos Flakon. Ja. Das machen wir später. Genau, finde ich auch. Das sollten wir wesentlich später machen. Ja, auch besser, das dauert mir so viel zu lange. Vielleicht sollten wir wieder ins Asylum gehen, um den Ring zu holen. Ring brauchen wir es ja nicht. Ja, vielleicht später. Dann haben wir den Ring schon, um die schwarzen Ritter zu bashen. Vielleicht kriegen wir das Schwert noch. Dein Lieblingsschwert. Das können wir eh noch nicht tragen. Ist egal, ob wir es haben oder nicht. Lieblingsschwert. Ist egal, ob es mein Lieblingsschwert ist. Wenn wir es nicht tragen können, brauchen wir es noch nicht. Außerdem ist da ja dieser Asyldämon. Da müssen wir dann nachher zweimal zurück. Ist auch geschaut. Das Asyldämon schaffen wir noch nicht. So. Ich zumindest nicht. Ich, ja, ich esse recht nicht, du, wenn du ihn nicht hast. Der. Das Behinderte, die sind eigentlich so leicht, die Viecher, aber die haben nur so eine Druckwelle nach vorne. Mhm. Die trifft dich, hat volle Granate. Du musst immer hinter ihm stehen. Immer. Aber wenn du nicht hinter ihm kommst, dann ist er ja schon so gefickt. Das stimmt, ja. Was liegt denn da oben noch? Was haben wir denn da hin? Ach, das ist die Blume. Jedes Mal wundere ich mich, was liegt da hin? Lauf da hin, ist so eine beschissene Blume. Mhm. Dann sagen wir, gehen aber weiter Richtung zweite Glocke. Richtung Kulilek, genau. Oder wie sie heißt. Schandstadt. Die Schandstadt, genau. Gehen wir dahin. Limetown. Machen wir die Hauptquest weiter. Und mehr können wir eh nicht reißen. Oh. Ich hab natürlich auch das gerade Drachenschwert ein, hochtun, wir haben einen Drachenstein. Ja, siehst du, dann tun aber wir das. Das lohnt nicht. Die Waffe ist scheiße. Ja, wann kriegst du denn eine bessere? Ja, später halt, irgendwann. Ja, mit später. Glück später. Wir bald eine mit Pech halt dauert's noch. Später irgendwann. Also, wir wissen das nicht genau und bevor wir das nicht wissen. Drachensteine kannst du aber nicht kaufen. Ich krieg's nur voll selten. Es ja. Gibt halt bessere Drachenwaffen, die, wo das besser investiert wäre. Verstehst du? Wäre. Wenn wir so eine bekommen würden. Wir bekommen noch genug Drachenwaffen.
So. Das kann man später auf jeden Fall kannst noch du empfangen. Dich nicht noch aufleveln? Schon wieder vergessen. Ja, dafür bin ich ja da. Ja, das ist auch gut so. Ich hab das so im Kopf, dass das zu wenig ist, um meine Stärke brauchen wir auf jeden Fall. 20 fertig. Ja. Und Beweglichkeit brauchen wir auch noch. Ich glaube 16, ne? Mhm. Für die helle Bade. Ja, 18 war das. 18 sogar. Mhm. Ja, 32 Stärke, das dauert noch. Sieht da. Mhm. Wir haben bestimmt schon eine andere Londe, bevor wir die benutzen können. Naja, kommt drauf an, hätten wir jetzt nur alles in Stärke investiert, wären wir da schon. Ne. Doch. Wir hätten noch kein 32. Wie viele Punkte haben wir bisher verteilt? Wir haben erstmal die. Wir haben 20, das heißt, da haben wir 6 investiert. Dann haben wir in Ausdauer. Wir haben in Vitalität 5, glaube ich, investiert und in Kondition 5 investiert. Ja, das sind schon 10. Dann wären wir jetzt bei Stärke auf 30. 38, alles alles andere haben wir noch nicht investiert. Nee. Also wären wir jetzt bei 30, würde man nicht reichen. Bei 30. Müssen aber nur 2 Level und dann müssen wir. Ich stehe auch wieder da. Ja, das war zu spät. Aber ich bin so leicht tot. Der verliert laut Etienne von Game One auch eine gute Waffe. Laut Etienne von Game One. Ja. Die Balder, das Balder-Schwert, das findet er total toll. Ich hatte das noch nie, ich hab's noch nie gedroppt bekommen. Tja. Wir kriegen sowieso sehr wenig gedroppt hier. Ja, weil unsere Menschlichkeit so niedrig ist. Ja. Muss hoch sein, aber die Sachen droppst. Ja, aber die müssen dann ja auch, die Menschlichkeit muss ja dann auch erhöht werden, dadurch, dass du Level aufsteigst. Oder nicht? Nee. Menschlichkeit muss die Menschen drücken, die Menschen sehen. Ach so. Menschenseelen zerdrücken? Ja, Menschlichkeit zerdrücken. Ja. Humanity. Ja. Dann geht das hoch. Mhm. Und warum machst du das nicht? Weil das dumm ist, wenn wir sterben, ist die weg. Ja. Und die ist wertvoll, die brauchen wir einfach. Um uns Hilfe zu holen. Wenn wir die jetzt voll verschwenden, so wie ich bei meinem ersten Lauf, weil ich nicht wusste, wie viel die gut ist, hatte ich da 13 Humanity und waren sie weg und hatte ich ewig keine Menschlichkeit mehr. Konnte ich die Lagerfeuer erstens nicht mehr entfachen? Ja. Und mir keine Hilfe holen. Aber die Gegner haben bessere Sachen gedroppt. Die Gegner haben ihre Scheiße gedroppt, manchmal, ja. Dann würde die Scheiße draus sein, wenn ich von den Gegnern verliere nur Müll. Oh, Alter, wegen der Scheißwand, ey. Das nölt mich so auf. Ja, jetzt bist du auf jeden Fall vergiftet erstmal. Hier die Dinge. Ja, Menschlichkeit. Mhm. 6 Stück haben wir. Mhm. Damit mache ich lieber andere Sachen, als den ihre Pisse da zu bekommen. Denn ihre Rüstungen sind scheiße, ihre Waffen sind scheiße, was willst du denn? Oh, das war sowas Alter, von knapp. Das Anvisieren ist echt auch tödlich. Da kommt einer. Oder irgendwo. Nee, das ist oben auf der Brücke bei dem Drachen. Nein! Was machen wir vielleicht? Wir müssen da nämlich hoch, wir müssen da wieder über die Brücke rüber. Während er uns dann nochmal ein paar Seelen gibt, indem er die ganzen Feinde wegschnetzelt. Ist doch nett von ihm. Ja, finde ich immer sehr gut. So können wir auch wieder ein Level aufsteigen. Setz ich mich hier kurz an. Na. Ja, wir brauchen Stärke und Beweglichkeit, ne? Beweglichkeit, ja. Dann hauen wir mal einfach in Beweglichkeit rein, würde ich sagen. Mal gucken, wie die reiste. Ich hatte die nie in der Hand, die scheiß Hellebarde. Die ist so toll ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist der Part eigentlich zu Ende? Muss er nicht der ist zu Ende, ja, gleich. Ja, so ein Drache. Wir müssen da wieder rüber. Ich laufe einfach. Ich hoffe, dass es klappt. Und der kommt jetzt natürlich! Boah, hast noch. Jetzt musst du aber zusehen, ey. Lauf, 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 lauf. Ich muss nämlich hier lang.
Heil dich doch, ja genau. Es gibt zwar auch eine Abkürzung, da kann man eine komplette Schandstadt überspringen. Mhm. Aber ich denke mal, du willst sie sehen, oder? Ja, natürlich will ich die Schandstadt sehen. Ist auch voll scheiße und hässlich und auch ein bisschen kotzen, aber bitte. Wir können ja nachher eine Abkürzung nehmen. Ich hasse die Schandstadt. Oh Gott. Schreck dich doch nicht, ist nur der Alarm. Wieso hast du denn die Schandstadt so? Können wir noch eine Abkürzung aktivieren? Du wirst es schon sehen. Und da kommen wir jetzt nicht mehr hin, aber beim nächsten Mal. Tada, weißt du, wo wir sind? Nö, ne? Nö. Ehrlich, Alter, das Spiel ist so eindeutig, finde ich. Hier kennt man die einzelnen Umgebungen so gut. Was ist da vorne? Das Leuchtfeuer. Ah. Wo ich eben dran saß. Die laufen wir doch immer durch, da oben werfen die ihre Bomben runter. Ach so. Gehen wir doch hier nochmal so weiter, siehst du? Ja. Jetzt kannst du aber hier runter. Ja. So, ja, das ist. Das ist aber nicht die Schandstadt, oder? Nee, die kommt nach. Man muss erst mal den Ziegendämonen bashen, was wir jetzt aber nicht mehr machen gleich. Oder ich kann es ja mal versuchen. Möchtest du, dass ich das noch versuche? Ich versuche es, ne? Die nerven so, Alter, die Schissköder. Und hier können wir glauben, ist das der Pyroman? Ich bin mir nicht sicher. You opened the door for me. Ja, ja, Hilfe, Hilfe. I'm saved. I thought I might never escape. Nee, doch nicht, ist der Windheim, a sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. Und der ist ja nachher auch am Lagerfeuer. Da sammeln sich nämlich mit der Zeit immer mehr NPCs. Und größtenteils eigentlich Zauberhändler. Eigentlich alles mit Zauberhändler. Warum da nicht ein einziger normaler Händler nach oben kommt? Keine Ahnung. Finde ich ein bisschen wohl. Ja. Weil die sind für uns völlig uninteressant. Okay, mal Zauberumhang, beschleunigen, was Zauber ist. Wenn man mal den Müll tragen möchte. So was tun. Ich glaube, hier ist noch eine Doppelmenschlichkeit. Oh, was? Der hat, guck mal, die können mit den Fackeln durch Stein hauen, Alter. Aber ich prall an jedem scheiß kleinen Popelbaum ab. Das stimmt doch was nicht. Ja, Doppelmenschlichkeit. Sehr schön. Heißt, man bekommt logischerweise zwei Menschlichkeiten auf einmal, wenn man eine zu drückt. Ja, deswegen heißt es ja Doppelmenschlichkeit, ne? Okay. Würde ich mal so mal erklären für die nicht so intellektuellen YouTube-Zuschauer. Ja. Wovon es genügt. Aber nicht gesagt, dass unsere so sind, ne? Nicht gesagt, dass unsere Zuschauer so sind. Die sind auch so scheiße. Das sind Frauen, ne? Kann das sein? Ja, das sind Diebe. Oder Assassinen oder so, die sein sollen. Die heilen sich nämlich auch. Mit Pech springen die über einen rüber und backstabben. Bist du vergiftet oder was? Nee, das ist Blutung. Zu blocken, Alter, was soll denn die? Und du hast noch die Hälfte deiner Energy. Ja, ich heile mich gleich. Bist du nur was drin gewesen? Kettenbrecher brauchen wir auch nicht, so eine Kackwaffe. Das ist für Diebe. Also nein, du bist ja ein Dieb. Kurzwaffe. Ja, wir spielen ja nicht als Dieb. Wir haben ihn ja nur genommen wegen dem Generalschutz. Ja, das stimmt. Damit wir uns den. Damit. Ah, damit wir den Dämonenhammer bekommen. Durch die Bombe. Ach, scheiß Köter. Ja, komm her, Alter. So oft gestorben, Alter, das glaubst du nicht. Das war meine erste Hassstelle im Spiel. Aber da hatte ich aber auch nicht das Drachenschwert. Ich habe das ja alles ohne Drachenschwert gemacht. Ja. Wenn ich das nicht wusste. Hier ist aber noch ein Punkt, das weiß ich davon. Da vorne kommt er doch schon. Und dahinter, hinter der Nebeltür, ist dann auch schon der Endgegner. So wie sie. Ziegendämon. Und bei dem bin ich gefühlte 30, 40 Mal gestorben. Ja. Und der ist total beschissen. Aber du kannst da Hilfe rufen jetzt, oder nicht? Ne, ich bin ja nicht menschlich. Aber du kannst dich menschlich machen, oder? Ach nee, dann musst du am Lager. Ja, und hier ist auch eigentlich nie einer, der ihn hilft. Ach so. Ich hatte hier zumindest einen. Ja, einfach jetzt, ne?
laufen. Und dich dann davor stellen. Und dann da die ganze Zeit warten, bis ich dann hoch. Ah, fick dich, du Bastard, Alter. Hasse ihn so sehr, ey. Ja. Das ist nämlich das Wichtigste, dass die scheiß Köder sterben. Soll man hier laut Tipp hochlaufen? Ja, das war zu langsam. Kann ich natürlich auch so versuchen, muss das nicht. Na, wenn du dich vielleicht von ihm nicht treffen lässt, hast du vielleicht eine Chance. Ja. Wenn er das die ganze Zeit weitermacht, dann auf jeden Fall. Boah, bei mir kriegt gerade Pumpe, Alter. Ups, mich. Ich hasse ihn so sehr. Das ist der schlimmste Endgegner für mich. Nach Bornstein. It's more. Ich weiß, wie oft ich hier gestorben bin mit dem Pisser. Der einen hat auch, haut einen auch so viel. Ist ja gar nicht, Alter. Ich weiß nicht, was ich mir so anstelle. Ja, keine Ahnung. Das frage ich mich schon die ganze Zeit, weil irgendwie sieht das total einfach aus hier. Ja. Aber man muss einfach die Hunde loswerden. Wenn die Hunde hier noch die ganze Zeit rumlaufen, ey, dann... Ja, dann ist er sowieso kacke, ja. Und wenn du Pech hast, wirst du hier schon am Anfang... Also hat er mich ja erwischt. Hätte ich Pech gehabt, wäre ich hier irgendwo geblieben. Dann hätte er mich sofort getötet, weil die Hunde einen unterbrochen angreifen. Ja. So, dann gehen wir mal zum Lagerfeuer. Wir können jetzt nämlich nochmal abkürzen, vielleicht aktivieren. Ja, und wir können nochmal aufleveln. Und dann ist der Part zu Ende. Ich weiß, dass da links einer steht. Ich kenne alle auswendig, alle Feinde. Muss man auch kennen bei diesem Spiel, wenn man das schon zweimal durchgespielt hat, sollte man das wissen. Ja, Höhlendieb, Kapuze, brauchen wir voll, ey. Auf jeden Fall, wenn wir das. Warum die Feinde überhaupt irgendwas droppen, ey? Ganz alles ist beschissen, außer die von den schwarzen Ritter, die Sachen. Naja, und laut Etienne, oder? Ja, Etienne, das Boulder schon. Jetzt sind wir nämlich wieder fast beim Feuerbandschrein. Hier ist noch ein Händler, bla 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 bla. Ich weiß gar nicht, was er verkauft. Der verkauft die Dinger quasi. Ein Pfeil, die verkauft er. Ja, wir haben davon zwei, das sollte erstmal reichen. Nächst. Und Menschlichkeit kannst du verkaufen, eine einzige. Ja. Für 5000 oder 3000. Boah. So, gehen wir zum Feuerbahnschrein und dann beenden wir diesen Part. Jo. Wir haben ja wieder einiges gerissen und wir haben haben wir gebasht? Nee, wir waren vorher. Wir waren im vorherigen Teil, ja. Aber die Hydra ist down. Die Hydra ist down, ja. Einiges an Abkürzungen aktiviert. Wir haben den Ziegendämon gebasht. Jo. Und wir sind auf dem Weg zur Schandstadt. Zur zweiten Glocki und dann geht's in Sens Festung und dann geht's nach Arnor London. Ja, dann hoffe ich nur, dass die Gute noch lebt. Die müsste noch leben, ja, das läuft jetzt noch an. Die stirbt, glaube ich, erst, jetzt habe ich gespoilert, egal, auf jeden Fall verreckt die, glaube ich, erst, wenn die zweite Glocke geläutet hat. Oder davor sind, die zu läuten. So, wie viel war Beweglichkeit? Hab's vergessen. Guck doch einfach nach, bevor du da auflevelst. Guck doch einfach nach. Achtzehn. Ja. Die Attributbonus sind aber scheiße bei der Waffe D und E. Das heißt, dass man ein bisschen stärker, die Waffe wird ein bisschen stärker bei Stärke und bei Beweglichkeit. D und E. Also wird leicht erhöht dann, wenn du da hoch bist. Es gibt bis S und bei S kriegst du halt sehr viel dazu. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Ich denke, man versteht das gut. So, 18. Wollen wir erstmal nur in Wirklichkeit erstmal voll machen, oder was? Jo.
Ja, 10.000. Guck mal, du kannst doch noch ein Seelendingens da kaputt machen. Jetzt quetsch noch was. Und sogar eine Ritterseele. Nicht schlecht. Ich drücke einfach mal alles, mal gucken, wie wir rufen kommen. Ja. Ja, kann man ja sowieso. Die Seelen sind ja nicht. Wenn wir nicht verkacken, sind wir ja nicht weg. Und, was ich noch gar nicht gesagt habe, wir haben natürlich eine Boss-Seele. Ja, Seele, Mondlichtschmetterling. Die kann man natürlich zerdrücken. Ja. Da kommt man einiges an Seelen. Oder, was für manche Leute natürlich wichtiger ist, man kann damit Spezialwaffen basteln. Ah. Das heißt jetzt bei dem hier zum Beispiel, wenn wir ein Speer plus 10 hätten, das dauert natürlich, bis man das schafft, aber zuerst nach Alalondo, kannst du den Speer plus 10 zu einer Bosswaffe machen. Das wäre dann der Mondlichtspeer in dem Fall. Gut für Zauberer, weil der irgendwie Magie irgendwie pusht. Ich weiß es nicht, ob den nutzt, weil ich ja nie einen Zauberer gespielt habe. Ja. Kann man mit der Seele eigentlich auch ein Schwert irgendwie? Mal gucken, ich hab da jetzt. Ein Schild kann man, glaube ich, noch machen. Mit den verschiedenen Boss-Seelen kannst du verschiedene Sachen machen, meistens nur zwei. Naja, mit Ziff-Seele kann man viel machen. Deshalb muss man, um alle Erfolge freizuschalten, das Spiel zweieinhalb Mal durchspielen, weil du die Seelen brauchst und die Waffen. Naja, aber ich meine, wenn du diese Seele zerdrückst, was meinst du, was du bekommst, so wie viele Seelen davon? 10.000, 20.000. Die können wir eigentlich zerdrücken, weil wir brauchen die nicht. Nee, das ist richtig, deswegen sag ich das ja. Aber da müssen wir, gucken wir einfach nochmal rein in die Zettel, was man damit herstellen kann, und dann zerdrücken wir ja, die. Ja gut, dann gucken wir mal in die Zettel, weil wir sind ja gerade hier. Bis das jetzt nochmal. Ja, das ist ja nur. Ich hab den Zettel hier nicht. Hier ist der. Was war das? Blaue Haus, glaube ich. Tore, Sif. Sif kann man sehr viel machen. Gewinnen. Kühlek. Mit Kühlek kann man die Chaos-Klinge machen, die ist sehr geil. Ja, wir reden aber jetzt von dieser einen Seele vom Schmetterling. Dieser Mondlicht-Schmetterling? Ja. Priscilla. Wendelin, Manus. Da wird das ein Schild sein. Weil mit der kann man auf jeden Fall zwei Sachen herstellen, das weiß ich. Hier. Das Kristallrundschild. Na, klasse. Hat eine scheiß Verteidigung, hat nur 70% Physischen. Ja, das hat irgendeinen anderen Spezialeffekt, den ich jetzt aber nicht weiß. Ja. Vielleicht, weiß ich nicht, mehr Mana oder so. Ja, nee, brauchen wir aber nicht. Nee. Können wir zerdrücken? Ja, zerdrücken wir. Mal sehen, wie viel das gibt. Ich weiß es wieder nicht. Nur über den 4-0er Bereich, würde ich sagen. Nutzen. Das ist sich wirklich sicher? Ja. Was, so wenig? Wirst du aus 200 nur? Boah, das ist doch lächerlich, ey. Das war jetzt echt krass lächerlich. Das weil da auch steht, lächerlich. Zerdrücken für viele Seelen, das ist doch billig. Ja. Da hat ja die eine Soldatenseele mehr gegeben. Definitiv. Na, ist ja auch egal. Wir haben sie jetzt nicht mehr, wir haben sie zerquetscht. Ja, damit hätten wir diesen Part. Hätten wir eigentlich auch eine Waffe draus basteln können. Ja, ja. Hätten wir aber nie benutzt, die Waffe. Nö, aber wir hätten sie. Ja, wir hätten sie. Schön. Ist jetzt auch egal, kannte man ja nicht wissen vorher, nee. Dass sie doch 1500 Seelen gibt für einen Bossgegner. So ist das halt. Ja. Hat die Hydra gar keine Bossseele abgegeben? Ach, nur die richtigen Endgegner gegen. Ja, warum sollte man auch sowas für so eine Hydra eine Bossseele kriegen? Ein Drachenstein für. Ja. Die Drachen geben dir das nicht. Ja. Quilek, der nächste Boss gibt einen bei der zweiten Glocke. Du kannst halt das Quileks Furienschwert machen. Schnelle Feuerwaffe. Naja, aber wir wollten eigentlich. Oder die Chaos tippen. Chaos-Klinge ist ja Katar. Naja. Mit Blutduschen. Okay. Sehr gut. Sehr schön. Also, hiermit beenden wir den Part. Hast du gespeichert übrigens? Ich brauche hier nicht speichern, ich speichere automatisch. Okay. Hiermit beenden wir den Part. Auf jeden Fall. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Wenn nicht, ist uns das egal. Nein. Nein, natürlich nicht. Also ihr könnt es in die Kommentare schreiben, was wir eventuell noch verbessern könnten. Ja, außer die Skills. Außer die Skills, das ist halt so. Alles Übungssache. Ja. Ja, und wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, schreibt es auch in die Kommentare. Liked uns auf Facebook. Yep. Abonniert doch diesen Channel, wenn ihr kein weiteres Video von uns verpassen wollt. Yep. Ja. Besucht uns auf unserer Facebook-Seite. Ich meine Homepage, Entschuldigung. Facebook-Seite habe ich schon gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Doch, habe ich bin ein bisschen abwesend. Ja.
Alles weitere unten in den Kommentaren. In der Beschreibung. Ja, in der Beschreibung. Ja, ich bin auch nicht mehr ganz aufnahmefähig jetzt. Ist auch schon ziemlich spät. Ja, natürlich. In diesem Sinne verabschieden wir uns und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal dabei seid. Wenn es wieder heißt Versagen mit Dodo. Ja. Prepare to die. Ja, prepare to die, ja. Dark Souls Part 6. Ja, heißt es dann. Und wir machen uns dann auch den Weg zur zweiten Glocke. Ja. Also bis denn.